Putsch in Niger, letzter demokratischer Präsident in Westafrika von Militärs abgesetzt. So titeln deutsche Medien über den bereits dritten Staatsstreich in der Region. Nach Mali und Burkina Faso jetzt also auch Niger. Die westliche Welt ist entsetzt, allen voran Frankreich. Das hat ja auch am meisten zu verlieren dort. Was also passiert in Westafrika? Die Auflösung der Demokratie oder schütteln afrikanische Länder gerade ihre Ausbeuter ab? Gibt es einen neuen Krieg? Und welche Rolle spielen Deutschland und Russland? Ich spreche darüber mit einem Insider. Er hat schon für UNO und NATO gearbeitet und war an vielen Friedensmissionen beteiligt. Auch und vor allem in Afrika. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Jacques Beau. Guten Tag. Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Ökonom, waren Oberst im Generalstab der Schweizer Armee, arbeiteten für den Schweizerischen Strategischen Nachrichtendienst und waren dort zwischen 1983 und 1990 als Analyst für die Streitkräfte des Warschauer Paktes verantwortlich. Sie haben auch für die Vereinten Nationen gearbeitet, waren an mehreren UNO-Friedensmissionen beteiligt und waren in vielen Krisengebieten unterwegs, in Afghanistan, aber auch sehr viel in Afrika, unter anderem im Kongo, Sudan, Kenia, haben dort mit EU, UN und NATO zusammengearbeitet. Am Ende ihres UNO-Mandats wurden sie von 2012 bis 2017 von der Schweizer Regierung nach Brüssel abkommandiert, um dort im Auftrag der NATO die Abteilung Kampf gegen Kleinwaffen und Minen zu leiten. Und dafür waren sie auch in der Ukraine. So, wir zwei haben uns ja eigentlich getroffen, um über Ihr Buch Putin, Herr des Geschehens zu sprechen. Das haben wir auch ausführlich getan. Das Video kommt in ein paar Tagen raus. Aber da Sie die Situation in Afrika von Ihrer Arbeit als Nachrichtenoffizier, UNO-Mitarbeiter ebenfalls gut kennen, nutze ich die Gunst der Stunde für diese ganz aktuellen Fragen, die da schon im Grunde lauten, was passiert da gerade in Westafrika? Staatsstreiche in Mali, Burkina Faso und jetzt Niger. Und man fragt sich, also hier wird immer gesagt, oje, die Demokratie dort löst sich auf. Oder ist es vielleicht doch eher ein Streben nach Unabhängigkeit von möglicherweise neokolonialen Strukturen? Was ich sehe, ist, dass wir haben ein bisschen alles, was Sie erwähnt haben. Wir haben natürlich ein Problem der Demokratie im westlichen Sinn des Wortes, weil die Demokratie, die wir promovieren in diesen Ländern, ist eine Demokratie. Wissen Sie, ich bin Schweizer und wenn ich rede mit Franzosen zum Beispiel, ich habe nicht den Eindruck, dass wir, meine Demokratie entspricht die französische Demokratie. Wir haben zwei verschiedene Ansichten, zwei verschiedene Arten, die Demokratie anzuwenden, auch die Demokratie zu erleben als Bürger. Und das Gleiche, wenn das zwischen zwei Nachbarländern passiert, Sie können sich vorstellen, dass es passiert auch mit Ländern, die sehr weit von uns sind, mit ganz anderen Kulturen und so weiter. Und das gilt auch für Afrika. So, was wir verstehen unter Demokratie, ist nicht unbedingt, was die Afrikaner verstehen, auch wenn sie natürlich als Ziel, sie wollten sehr gern eine Demokratie wie in der Schweiz zu haben. Aber die haben dafür die Strukturen nicht, die haben die Geschichte nicht, die haben die soziale und soziologische Entwicklung nicht dafür. Und das ist ein Prozess. Und die sind völlig bewusst, dass die Demokratie, als wir in Europa verstehen, ist sicher ein Ziel, aber kann nicht unbedingt eins zu eins direkt von einem Tag zum anderen so implementiert werden in Afrika. Aber was passiert da jetzt in Westafrika? Drei Staatsstreiche hintereinander. Ich komme daran. Jedes Mal, dass ich in Mali war, man hat mir immer das Gleiche gesagt. Das heißt, die unstabile Situation, die entstanden ist im Sahel, kommt von einem Problem, einem Ursprung, und zwar, das ist die Zerstörung von der libyschen Regierung, der libysche Staat.
Egal, was man sieht unter Gaddafi oder man versteht unter Gaddafi oder seine Art und Weise, sein Land zu führen, egal was es ist, sicher ist, dass Libyen war ein Schlüsselpunkt im Nordafrika. Und sobald diese, oder Schlüsselstein, ich weiß nicht, ob das das Wort richtig ist, das hat in Architektur, man hat diesen Stein, der Kernstein, oder ja, wenn das gefallen ist, dann ist das ganze System gefallen. Und dann hat es angefangen mit Tuareg und andere. Die Dschihadisten, Probleme. Die zum Beispiel jetzt auch ja, Länder in Westafrika. Ja, Dschihadisten, ja, jein. Das heißt, zuerst, das ist wichtig zu verstehen zuerst. Mehrheitlich, was man hat in dem ganzen Sahelgebiet, das ist vor allem Probleme zwischen Stammen. Das ist das Haupt, das ist die Hauptthematik. Dschihadismus, wir sehen das als Dschihadismus, weil wir haben gern da Dschihadismus gleich Terrorismus und das gibt uns ein Grund, dort zu intervenieren. Aber genau, dort Soldaten hinzuschicken, was ja auch die Bundeswehr gemacht hat nach Mali. Ja, aber das ist eine falsche Beurteilung. Die Probleme sind alle grundsätzlich Stamm oder Probleme zwischen Stammen selber. Das ist das Equilibrium zwischen diesen verschiedenen Stammen. Und Islam ist nur ein Art, sich zu sammeln. Das ist Einheitsfaktor oder das erlaubt die Leute, sich zusammenzutreffen, weil es sind so viele Unterschiede. Auch übrigens auch Islam ist nicht alle Stammen haben das gleiche Islam sozusagen. So, das heißt, dass ab und zu, die haben nicht die gleiche Sprachen, die haben nicht die gleiche Ursprünge, die haben nicht die gleiche, wenn ich mir das erlauben kann, ich sage die gleiche ethnische Merkmale sozusagen. Einige sind hier vom Schwarzafrika, andere stammen mehr vom Berber, andere und so weiter. So, das sind sehr große Unterschiede. Und Islam kann am besten diese einige Stammen zusammenbringen. Und deshalb, man nennt immer Dschihadisten. Wissen Sie auch, Dschihadismus ist entstanden, weil wir dort gewesen sind. Islam ist seit 700 Jahren in diesem Gebiet. Aber es hat nie Dschihadismus, Dschihadismus war nicht so prägnant wie heute. Warum ist das so? Weil wir dort gewesen sind. Weil wir Truppen geschickt haben. Ein ganzes Sahel, weil aus irgendwelchem Grund nach 2001 die Amerikaner haben gedacht, dass irgendwo Bin Laden sich versteckt da im Sahelgebiet, weil das ist so weit und so weiter. So, die haben angefangen, Truppen zu verlegen dort. Und dann haben die Franzosen mitgemacht. Alle NATO-Länder haben da mitgemacht. Und diese Präsenz hat im Prinzip den Dschihadismus erweckt. Dschihadismus nicht, weil die wollten Islam verbreiten, aber Dschihadismus als Einheitsfaktor zwischen diesen Stammen. So, die könnten zusammen sein und zusammen den Feind, den westlichen Feind, die westlichen Truppen zu bekämpfen. Sobald wir keine Truppen dort haben, dann wird alles, da werden die Rivalitäten zwischen Stammen werden nach wie vor kommen. Ich bin 2 Jahre im Sudan gewesen, besonders habe ich mich mit Darfur befasst. Darfur ist nicht anders als Stammenproblem. Das ist nichts anderes als das. Man hat immer gesagt, ja, das ist Dschihadismus gegen Christianismus. Völlig falsch. Das sind nur Stammenprobleme. Und das wurde durch das Zerstörung der Führungsstruktur in Libyen, das hat ein Problem ausgelöst und das hat das ganze Sahelgebiet, die ganze Sahelzone
destabilisiert. Die Franzosen. Ja, aber jetzt, wo der Niger sich durch einen Militärputsch quasi den Präsidenten abgesetzt hat, hat sich Frankreich jetzt schon für eine ausländische Militärintervention ausgesprochen. Ja? Frankreich hat selber 1500 Soldaten im Land, angeblich zur Bekämpfung der dschihadistischen Terroristen. Also das ist natürlich schon ein harter Tobak, gleich mit einer Militärintervention zu kommen. Was sind die französischen Interessen in Niger? Ja, aber das war das Gleiche mit Mali. Sehen Sie? Ja, das ist nur, es geht im Grunde ja um Rohstoffe, oder? Im Niger ja auch, aber es geht auch um Einfluss und politischen Einfluss, oder? Weil im Grunde genommen, das ist überall auch gleich mit Russland und so weiter. Wenn Sie Rohstoff wollen, wenn Sie bereit sind, das zu zahlen, verkehren mit Partner, egal der Partner, egal über was, aber Sie müssen ein Abkommen finden. Und wenn Sie ehrlich sind, Sie betrachten Ihren Partner als gleichgültig wie Sie und so hat es eine normale Verbindung und man verhandelt und so weiter. Das Problem ist, dass mit Afrika man will nicht so machen. Man nimmt immer die Afrikaner als Kleinkinder und wir sind da die Großeltern, die bestimmen für den Afrikaner. Das war so in Mali, das war so in Burkina Faso. Das war so. Und wir haben immer, das heißt wir, die Franzosen insbesondere, aber nicht nur, weil die EU ist auch da stark beteiligt, aber wir haben diese Militärpräsenz gebracht in das ganze Gebiet, weil Niger, jetzt hat man einen Streich gehabt, aber im Grunde genommen die Instabilität war bereits vorhanden. Und alles das kommt vom Libyen und alles das kommt vom Fakten, dass wir kämpfen oder wir bekämpfen Leute, ohne Strategie zu haben. Das ist wichtig, weil auch in Mali, die Leute haben mir gesagt, man weiß nicht genau, was die Franzosen erreichen wollen. Und das ist genau das Gleiche in Mali passiert. Das heißt, man hat doch eine französische Präsenz, die bekämpft Dschihadisten, aber ohne Strategie. Das heißt, man weiß nicht genau, wann das endet, oder? Man tötet Leute, aber man löst das Problem nicht. Im Prinzip sogar, ich habe selber Freunde, die in der französischen Armee gewesen sind, die im Sahelgebiet, und die haben gesagt, man tötet eins und dann kommen 10 neue Dschihadisten kommen. Das heißt, man löst das Problem nicht, man verbreitet das Problem. Und das ist genau, was alle diese Länder jetzt merken. Die sagen, sie sind hier, um uns zu helfen, aber im Prinzip, sie helfen uns noch nicht. Sie kreieren mehr Probleme. Und der Grund für diesen Streich ist nicht Rohstoff, das ist die Problematik der Sicherheit. Die wollen selber zuständig sein für ihre eigene Sicherheit. Die wollen nicht, dass andere ihre eigene Sicherheit übernehmen. Naja, aber zum Beispiel, wenn wir Niger sehen. Niger verfügt über die hochwertigsten Uranerze Afrikas, ist der siebtgrößte Uranproduzent der Welt. Aber der Weltbank zufolge sind 81,4% der Bürger noch nicht einmal ans Stromnetz angeschlossen. Ja, 40% leben unterhalb der Armutsgrenze. Und die Franzosen haben dort Verträge, die kaufen sehr viel Uran und exportieren das auch für ihre Atomkraftwerke. Also man muss sich schon fragen, warum ist dieses rohstoffreiche Land eines der ärmsten der Welt? Ja, das ist alles klar. Deshalb sage ich, das Problem dieser Länder, die merken, dass die sind nicht eigentlich Partner vom Westen. Das sind nicht echte Partner. Die werden gezwungen, sozusagen, diese Verträge zu machen. Übrigens, diese Verträge über Uran und so weiter sind geheim. Das heißt, nicht einmal die Nigerien, das heißt die Bevölkerung, hat Zugriff zu diesen Verträgen. Und das zeigt ein bisschen dieses Verhältnis. Wir haben ein falsches Verhältnis mit diesen Ländern. Wir betrachten die tatsächlich wie Kleinkinder. Oder und sie machen, was ich sage, aber nicht mehr.
Und das ist genau, wo das passiert. Obwohl, ich sage nochmals, auf der Seite von Frankreich, das Problem ist strategisch wegen Uran, wegen ihren Einfluss im Gebiet, oder? Sie haben, die Franzosen wurden aus Mali betrieben, die wurden aus Burkina Faso betrieben und jetzt kommt es aus Niger. Das heißt, die langsam werden die Franzosen aus der Region ausgeschmissen. Das Gleiche gilt aus in Algerien, aber das ist schon lange her. Aber jetzt, man will diese westlichen Länder nicht mehr. Man will, ich bin sicher, dass die Nigerianer werden, nicht Nigerianer, sondern Nigerianer, die Nigerien, ich weiß nicht, wie das gesagt wird auf Deutsch, aber das sind Nigerianer, nehme ich an. Aber gut, die werden sicher Uran wieder an Frankreich verkaufen. Nicht gerade jetzt, die haben jetzt dieses Ausfuhrverbot ausgelassen. Aber die werden das nochmal, weil die verkaufen etwas und sie brauchen einen Kunde. So, die werden das haben. Aber das Problem ist, dass man muss da eine echte Verbindung, eine ehrliche Verbindung auf Augenhöhe. Auf Augenhöhe. Genau. Ne? Jetzt hat die Afrikanische Wirtschaftsgemeinschaft ECOWAS hat den Putschisten ja gedroht, hat ihnen ein Ultimatum gestellt in Niger. Das Ultimatum ist bereits folgenlos verstrichen. Währenddessen heißt es, dass eine nigrische Delegation nach Mali gereist sei, um dort mit den Wagner-Truppen, also um die Wagner-Kämpfer dort zu bitten, sich im Falle westlich unterstützter Intervention, also ihrem Kampf anzuschließen. Rechnen Sie noch mit einer Militärintervention dort? Weil womit die Franzosen, die das gefordert haben, möglicherweise gar nicht so gerechnet haben, ist, dass ja die nigrische Bevölkerung sich ja auch hinter die Putschisten gestellt hat. Ja, das heißt, die Franzosen haben da einige Drohungen gemacht, aber ich glaube, so, jetzt, ich habe keinen Kristallball, Punkt 1. Mhm. Und ich weiß nicht, was in der Meinung im Kopf von Emmanuel Macron steht. Und das ist übrigens sehr schwierig zu verstehen, weil das kann alles und sein Gegenteil sein. So, da es gibt keine Kohärenz. Okay. Aber ich glaube, die Franzosen würden nicht, ich glaube, kaum, dass die werden eine Intervention machen. Vielleicht die machen das, aber mein Gefühl ist, dass die würden das vermeiden. Die haben lieber, dass die Afrikaner selber das Problem lösten. Deshalb, die haben Druck ausgeübt auf die ECOWAS für eine Stellungnahme des ECOWAS oder CDAO auf Französisch. Aber die Afrikaner, glaube ich, sind auch nicht so enthusiastisch. Nigeria will nicht, Algerien, die möglicherweise sogar diese Militärpräsenz hätten, will auch nicht. Also eigentlich will da keiner rein. Ne? Die Afrikaner wollen das nicht. Die können nicht anders tun, weil es gibt sehr viel Druck aus den Amerikanern und Frankreich und sicher andere westliche Länder. Und die können nicht Nein sagen, aber sie werden alles tun, um das nicht zu tun. Das ist mein Gefühl, das ist auch sehr die afrikanische Art, das Problem zu lösen. Die werden sagen, ja, wir machen das und die werden das ein bisschen mit ihre Art und Weise, die werden das auslösen irgendwie. Das heißt lösen, vielleicht das Ausdruck ist falsch, aber die werden das ein bisschen auf Französisch, man sagt noyer le poisson, das ist, die werden den Fisch ertrinken, sozusagen. Ja, sie warten einfach mal schön ab, bis sich die Situation irgendwie wieder beruhigt. Ja, genau. Und ich bin auch nicht überzeugt, dass die werden wirklich Druck auf Niger ausüben, um eine Änderung zu haben. Weil im Grunde genommen alle haben die gleiche Meinung. Die haben genug von diese westliche
politische Präsenz, nicht die physische, also auch vielleicht die militärische ist nicht so willkommen, aber vor allem die politische Präsenz. Und die werden sich weigern, da etwas zu tun. Der Putsch in Niger, der fand ja fast gleichzeitig mit dem Afrika-Gipfel in Russland statt. Welche Rolle spielen eigentlich die Russen dort in Westafrika? Und welche Ziele verfolgen die dort? Ich glaube nicht, dass die Russen eine wesentlich aktive Rolle spielen. Aber die werden langsam die Referenz für den afrikanischen Länder sein. Das heißt, seit in Mali zum Beispiel, die haben die Franzosen weggeschmissen vom Land und die haben gleichzeitig ausgeschmissen, ich weiß nicht, Entschuldigung, die Wörter sind... Man versteht das alles. Auch da. Aber die haben gleichzeitig die Wagner-Truppe einbezogen. Und die Wagner-Truppe in Mali, natürlich die Franzosen haben sehr viele Geschichte über das gesagt und sehr viel Desinformation übrigens. Das wurde sogar vom die Außenministerin von Zentrafrikanische Republik gesagt. Also zum Beispiel, dass die Wagner-Truppe dort sehr brutal umgeht, viele Menschen tötet. Meinen Sie diese Art von Informationen oder? So, das widerspricht Zeuge, die ich persönlich kenne, das sind Leute der UNO, die dort gewesen sind, haben mit den Wagner-Truppen gearbeitet, das heißt UNO im Rahmen der UNO-Mission, die haben Koordination Tätigkeit gehabt, die haben gesagt, dass einmal die Wagner-Truppen waren sehr höflich, sehr, sehr, die haben mir gesagt, sogar sehr intelligente Leute, sehr ausgebildete Leute. Das widerspricht ein bisschen, was die Franzosen sagen. Und hat mir auch diese Person aus der UNO hat mir gesagt, das sind Personen, die viel respektiert werden von der Bevölkerung. Übrigens, in Zentralafrika, Afrikanische Republik, die haben sogar ein Denkmal für die Wagner-Truppen finanziert, die Bevölkerung. Ja, die haben ein Denkmal in der Hauptstadt gemacht, ein Denkmal, um die Wagner-Truppen zu bedanken. So, das heißt, das, was man sagt über Wagner, jetzt, ich bin doch nicht, ich weiß nicht, vielleicht sind einige verbrechliche Sachen gemacht worden, das kann sein, ich würde das nicht ausschließen, aber was ich sehe, was ich höre von Leuten, die... Übrigens, die Person, wie ich erwähne, das ist eine Person, die kommt aus einem baltischen Staat. Die kommt aus einem baltischen Staat als UNO-Arbeiter und die hat mir gesagt. So, das heißt, meine Information zeigt ein völlig anderes Bild, als was die Franzosen verbreiten. Und diese Länder haben Wagner-Truppen rekrutiert, nicht um Krieg zu führen, sondern um die Regierung zu schützen, weil die haben Angst, dass die Franzosen eben einen Umsturz, die Regierung umstürzen, oder? Und das ist genau die Tätigkeit dieser Wagner-Truppen in Mali. Das wollen natürlich die Franzosen nicht sagen, weil die haben sicher irgendwo in einer Schublade ein Projekt, um die Regierung zu stürzen und eine neue Regierung zu bringen. Und das ist genau, was passieren könnte in Niger. Das ist... In Niger gibt es auch ein paar deutsche Soldaten. Also in Mali waren es jede Menge deutscher Soldaten dort. Wie sehen Sie denn die Rolle Deutschlands in der Region? So, das ist so. Deutschland, soweit ich weiß, ist dort im Rahmen der EU. Es gibt eine EU-Mission. So, das heißt, das ist nicht Deutschland als Deutschland, sondern Deutschland
im Rahmen der EU-Mission. Diese EU-Mission ist eine Mission für Stabilität und Frieden im Prinzip. So, ich nehme an, das sind nicht Missionen oder die sind nicht gebaut, um da Krieg zu führen, oder? Und übrigens, ich habe Zweifel, dass diese Mission überhaupt irgendwelchen Erfolg in dieser Region gehabt hat, oder? Ich habe das Gefühl, das ist nur eine Gelegenheit für einige, weil sie haben zum Beispiel auch dort, sie haben Leute aus baltischen Staaten in dieser Mission zum Beispiel, in der EU. Das sind Staaten, die überhaupt keine Interesse in Sahel haben. Also der frühere CDU-Politiker Jürgen Todenhöfer, der hat schon 2014 geschrieben, was will Ursula von der Leyen, also die war damals Verteidigungsministerin in Deutschland, was will Ursula von der Leyen mit unserer Bundeswehr in Mali? Frankreichs Uranexporte absichern, von denen die französische Stromversorgung weitgehend abhängt? Fragezeichen. Ich glaube, die Franzosen sind groß genug, um das selber zu tun. Die brauchen keine EU für das. Das ist eher das Problem ist, dass die EU wollte sich beteiligen an eben man muss zurück in der Geschichte zum 2001 kommen, weil ab 2001 waren die Amerikaner und dann auch die Europäer sind langsam überzeugt worden, dass Dschihadisten haben dort ihre Basen, um Europa anzugreifen, was total verrückt ist. Aber eben diese falsche Beurteilung, die haben im Sinn, das Sahel zu stabilisieren, aber im Grunde genommen, das ist genau das Gegenteil, das passiert. Diese Präsenz destabilisiert Sahel, weil alle die Zwischenfälle, die man hat, sei es im Darfur, sei es im Niger, im Süd Libyen, im Süd Algerien, bis nach Marokko, alle diese Zwischenfälle sind zwischen Stammen. Das hat immer existiert, das wurde immer so und das hat nur eine sehr begrenzte Auswirkung. Das sind nicht Staaten, das ist nicht zwischen Staaten Konflikten, das sind wir zwischen Stammen. Und ich glaube, das sollte man versuchen zu vermeiden, einverstanden, aber wenn man dort mit Truppen, mit Panzer und so weiter dort geht, das gibt einfach den Eindruck, dass der Westen erinnert an den Leute eine kolonialistische Vorgehensweise. Ja, genau. Und es hat ja auch geopolitische Gründe. Jetzt war ja auch die Vize-Außenministerin der USA, Nuland, war auch in Niger, wollte, glaube ich, auch die Putschisten davon überzeugen, sich nicht auf die Russen zu verlassen, so wie ich gehört habe. Das war ein Ultimatum schicken. Genau, sie ist dort aber abgeblitzt und durfte nicht mal mit Putschgeneral Tajani reden. Der hat sie nicht empfangen. Ist das so eine Art Mittelfinger gegen die USA? Ja, das ist tatsächlich so. Und da sieht man übrigens ein bisschen überall im Moment. Man sieht das im Saudi-Arabien, man sieht das im Iran, man sieht das überall. Die westliche Welt allgemein, natürlich die Amerikaner in erster Reihe, aber die westliche Welt hat das Vertrauen des Süden total verloren. Das ist, ich glaube, das ein Zeichen davon. Jetzt wollen diese Länder ihre Probleme selber lösen, ohne die westlichen Länder. Die werden die Probleme lösen in ihrer Art. Ob das effizient sein wird, effektiv, das kann ich nicht sagen, aber das ist ihre Art.
Und übrigens, man muss sich auch vorstellen, wenn Sie ein Problem in Ihrem Land haben, Sie wollen das selber lösen. Die wollen nicht, dass ein Dritter aus einem anderen Kontinent kommt und versucht, das Problem zu lösen. Das ist auch verständlich. Man muss die helfen, man muss die nicht ersetzen. Und das ist ein bisschen das Problem, die wir haben seit hunderte von Jahren. Man muss die als Partner betrachten und nicht als Kleinkinder. Die haben genug Fähigkeit. Die können, wissen Sie, ich bin selber beteiligt gewesen in diesem Gebiet an Konflikte zwischen Stämmen zu lösen. Und ich habe festgestellt, wenn man Zeit nimmt, man braucht keine Waffen. Sie brauchen keine Waffen, sie brauchen kein Gewehr oder Panzer und so weiter. Sie müssen einfach mit diesen Leuten reden. Und sie müssen nicht nur selber reden, sondern die reden lassen und hören und die helfen nicht. Die müssen nicht machen, wie wir das uns vorstellen, sondern wir müssen sie helfen, das Problem zu lösen, wie sie sich das vorstellen. Und das ist eine Art und Weise, die ich glaube, heute wir sind nicht mehr in der Lage, etwas zu tun. Das wäre so einfach. Sehr viele Konflikte, bin ich überzeugt, könnten innerhalb Tage könnte man lösen. Aber man muss dafür keine Waffen haben. Man muss nicht zeigen, ich komme als der Besserwisser. Sie wissen nicht, ich sage Ihnen, was zu tun. Wenn das so geht, das wird immer ein Misserfolg sein. Ich glaube, da muss gerade auch der Westen, der ja die letzten 70, 80 Jahre dominiert hat, muss da wohl gewaltig umdenken. Vielen Dank, Jacques Beau. Vielen Dank, dass wir auch noch über Afrika reden konnten. Sie sind wirklich ein Füllhorn an Informationen. Danke, dass Sie da waren. Danke, mich eingeladen zu haben. Danke. Ja. Tja, Leute, wer nur Tageszeitungen liest oder nur die Tagesschau sieht, der kommt natürlich auch zu ganz anderen Schlüssen möglicherweise und sicherlich nicht so dezidierten. Grundsätzlich habe ich aber schon den Eindruck, und das liegt natürlich auch an euch da draußen, dass der mündige Bürger auch wieder im Kommen ist. Und ich möchte euch nur zurufen, wir alle können zusammen erreichen, dass viele Menschen viel mehr Meinungen hören, als man uns hören lassen möchte. Also, es liegt an jedem von uns. Eine gute Zeit. Bis bald.